Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit meiner süßen kleinen Mala zusammen. Genau, ich wollte sie umziehen und da nehme ich euch jetzt einfach mit. Viel Spaß dabei! Okay. Dann legen wir mal los. Ja, ich wollte euch unter anderem jetzt erst noch zeigen, diesen süßen Strampler. Er ist ein Ticken zu groß für die Maus. Die Füßchen fallen ein bisschen raus. Aber er ist ultra süß geworden. Bin ich selber genäht. Ich bin echt stolz auf mich. Genau, jetzt nehmen wir den Schnuller auf die Seite. Den zeige ich euch jetzt auch noch etwas genauer. Mal gucken, ob ich die Druckknöpfe einfach aufbecke. Ja. Zack. Was ich mir auch schon überlegt habe, wenn ich das mal mache, dass ich das ohne Druckknöpfe mache, sondern mit Klett. Ich weiß nicht, ob das so vernünftig ist für ein echtes Kind. Ja, genau. Der sieht nämlich so aus, der Strampler. Also er ist so ein cooles. Den Stoff habe ich euch ja schon gezeigt. Und er ist quasi mit einem Innenfutter. Das geht ungefähr bis hierhin. Und dann ist quasi der Stoff. Und dann ist der komplett. Jetzt so richtig süße Füßis. Das war gar nicht so schwierig, als ich gedacht habe. Ich finde ihn einfach so. Also ein ganz schlichter, aber total kuschelig. Total kuschelig. Ja. Hoppla. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video dazu. So, jetzt werde ich gestört. Kleinen Moment. Okay, dann machen wir jetzt weiter. Ziehen wir sie noch vollends um. Die Süße. Ich ziehe auch noch einen anderen Body an. So. So. Die Windel lassen wir an. Und ich ziehe mal die kleinere an. Die ist ein Monster. So ein Monster. Die passen ihr am besten. Es ist halt schade, dass eben für die Kleinen keine solche tollen Stoffe gibt. Aber wenn da draußen jemand weiß, wer kleinere hat, dann schreibt mir doch, das wäre echt toll. Ich finde, wenn man die fünfmal an ausgezogen hat und länger dran lässt, sehen die einfach nicht mehr schön aus. Das mag ich. Wenn das komplett rumgeht und theoretisch nur an der Windel anhaben kann. So, sie bekommt diesen Body an. Nicht toll aus, das Grau. Ich finde den richtig toll. Ist nur auch fast ein Ticken zu groß, ne? Dazu bekommt sie diesen Pulli an, den man vorne knöpfen kann. Mit dem Hard Love. Das ist eben auch so, das war so ein 10er-Paket bei Kick. Gott, wie viele Jahre habe ich das schon? Könnte ich nie hergeben. Ich finde das so toll. Das sind meine Hosen. Oh, wir brauchen noch Socken dazu. Socken. Säckchen.
Okay. Dann nehme ich die Socken. Die lagen jetzt hier hinten noch. Das sind zwar die von der Emma. Aber die können sie auch anziehen, ne? So herzlich. Ich brauche nicht solche tollen Socken. Ich habe hauptsächlich Jungssocken. Weil ich gar keine großrosanen Socken. So, eigentlich viel zu groß, aber einfach viel zu süß. An ihr, ne? Und die Haare noch ein bisschen machen. Sie ist echt eine richtig schöne, richtig süß ist die Maus. Wenn man sie so auf die Seite legt. Immer schön. Toller Schnuller dazu. So, dann sind wir fertig und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.